Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Leute, ich habe hier ein riesiges und sehr, sehr teures Schätzelein. Und zwar den Essbar-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hier reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 252 Euro, soll aber krasse Produkte mit einem hohen Wert enthalten. Das werden wir gleich nachrechnen. Den habe ich aber von Lookfantastic zugeschickt bekommen und weil ich mich da so irre drüber freue, möchte ich in diesem Video auch einen selbst zusammengestellten Adventskalender an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal rein. Genau, falls ich einen Code habe, müsste das Claudi Welt sein und der müsste dann auch darauf anwendbar sein. Probiert das gerne mal aus. Ich schreibe euch das auch gerne nochmal in die Infobox rein, denn wir sind aktuell, also wir, Nicole und ich, mit Lookfantastic in Verhandlungen, dass wir das irgendwie hinbekommen, dass ihr den auch ein bisschen günstiger bekommt, denn das ging wohl am Anfang und dann irgendwann nicht mehr. Ne? Deswegen, also es wäre ziemlich nice, wenn die das irgendwie hinkriegen würden. Ansonsten könnt ihr auch fast alles bei Lookfantastic mit Claudi Welt den maximalen Rabatt rausholen und so, hier habe ich das Ding. Mein Arm wird langsam lahm. Hier haben wir einen wunderschönen Koffer. Ich meine, zieht euch das mal rein, wie riesig, ne? Für den Preis muss das auch knallen. Ich halte mal kurz mit meinem Kopf das da oben fest und ziehe euch die Schublade auch noch raus, denn da geht es auch noch weiter. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Und die Schublade stelle ich auch direkt vor mich. Wir haben 25 Boxen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich muss mal kurz anbauen hier. Die 1 und die 24 haben mit sich entschieden, dass sie zusammen sein wollen. Ein Pärchen. Leider musste ich sie beide gerade trennen. Direkt hier so ein Beziehungsdrama am Anfang, ne? Hier habe ich den 1. Dezember. Und Essbar ist natürlich Pflege. Wir werden hier grundsätzlich nur Pflege für Gesicht und Körper bekommen. Das ist jedenfalls so meine Einstellung des Ganzen. Oh, das ist das Optimal Skin Cleansing Oil. Das ist ein Reiniger fürs Gesicht mit 30 Millilitern. Wir haben hier übrigens auch eine Glasflasche, was ich sehr, sehr schön finde. Und das würde ich persönlich als ersten Schritt von meiner Gesichtsreinigung verwenden. Also erst was Ölhaltiges und danach dann halt quasi so einen aufschäumenden Reiniger, der nochmal alles runternimmt. Die sind alle ziemlich anhänglich. Ne? Auch der 2. Dezember wollte sich in den da oben drüber reinmogeln. Hier habe ich, ich glaube, Originalgröße. Isotonic Hydration Mask, richtig toll. Revitalizing Mask to Quench and Re-Energize Thirsty Skin. Also es ist wirklich eine mit Feuchtigkeit versorgende Maske mit 55 Millilitern. So schaut sie aus und das finde ich auch richtig nice. Und es passt auch so ein bisschen in die Routine. Ne? Erst würde ich mein Gesicht reinigen, dann würde ich so eine Gesichtsmaske verwenden, dann würde ich einen Toner verwenden, ein Serum, eine Augencreme, dies, das, Ananas. Genauso wie die 3, denn die ist selbstverständlich auch dieses Mal mit dabei. Die ist ein bisschen leichter. Ah ja, auch das kann man gut gebrauchen. Ja, dieses Krüffelpapier krüffelt ein bisschen auf die Produkte auch leider ab. Ein Brightening Exfoliator mit 15 Millilitern haben wir hier drin. Das ist nicht so ganz mein Vibe, weil ich meine, dass das auch tatsächlich einer ist, der mit mechanischen Peelingpartikeln arbeitet. Nun, wenn man dann aber den Adventskalender hat und sagt, Mensch, ich möchte keine mechanischen Peelings verwenden, kann man das auch für die Füße oder für den Körper halt verwenden. Ist ein bisschen schade drum oder man verschenkt es halt weiter. Genau. Aber ich würde ein Peeling nicht nach einer Maske verwenden, aber ich glaube nicht, dass der Adventskalender auch wirklich nach der jeweiligen Routine aufgebaut ist. Hier haben wir jetzt die Nummer 4. Ein Pink Hair and Scalp Matte. Oh, schön. Intensive Treatment Mask to Condition and Nourish Hair and Scalp. Also, ich glaube, die habe ich auch schon mal verwendet. Für die Haare und für, oh, und für die Kopfhaut würde ich in der Badewanne verwenden, weil du die 20 Minuten oder über Nacht drauf lässt. Das ist lang. Genau, 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Da muss ich mir nochmal angucken. Wenn man die so, upsala, so lange drauf lässt und die ja eine peelende Wirkung haben soll, das steht hier gar nicht, dass das eine peelende Geschichte ist. Ne? Nee. Claudi, was redest du denn da? Das ist einfach eine Haarmaske. Genau. Mit Schlamm. Ja, aber einen Schlamm über Nacht würde ich jetzt nicht drauf lassen. Das ist ja... Was soll denn das Bett von mir denken? Der 5. Dezember. Eine Handcreme. Eine verjüngende Handcreme. Rejuvenating mit 15 Millilitern. Und eine Handcreme darf in keinem Pflege-Adventskalender fehlen. Ich persönlich finde, dass die ein bisschen klein ist für diesen Adventskalender. Weil wenn ich 252 Tacken hierfür bezahle, will ich eine größere Handcreme haben. Huh. Naja. Okay. Für uns Nikolaus, der 6. Dezember. Hier haben wir Positivity Pulse Point Oil. Also das machst du dir wirklich hier so auf diese Pulspunkte, ne? Entweder hier am Handgelenk oder ich glaube hier am Hals kann man das auch wo machen. 9 Milliliter sind da drin und das soll, ist wahrscheinlich, ne? Hat das irgendwelche zitrischen Öle auch mit dabei und sowas hilft halt einfach bei der positiven Einstellung zum Leben. Wenn man dran glaubt. Oh Leute, darüber freue ich mich sehr. Die Nummer 7 ist schön groß. Je größer, desto besser ist es, glaube ich, bei diesem Adventskalender, oder? Oh, ich weiß ja nicht.
Was bist du denn? Du bist ein, doch sowas verwende ich schon. Das ist Esper Home, so ein Haarband, genau, Headband aus 100% Baumwolle. Die finde ich eigentlich ganz praktisch. Die kriegst du ja, wenn du bei der Kosmetikerin bist, auch so aufgesetzt, ne? Sowas verwende ich auch gerne zu Hause. Schließt halt mit Klett. Ich mache mir die dann meistens hier hinten so dran und dann halt oben eine Rübe. Und dann habe ich das schön nice, dass meine Haare mir nicht ins Gesicht fallen, während ich meine Skincare so mache. Gerade morgens verwende ich das halt viel. Und deswegen macht das für mich durchaus Sinn. Aber ein Füllprodukt in diesem Adventskalender, na, ich weiß ja nicht. Ne? Und das ist ja auch fast schon so eine Art, fast schon, ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster, Werbegeschenk, weil ich weiß nicht, ob man sowas kaufen kann. Klar, das fühlt sich qualitativ sehr, sehr nice an, auch sehr hochwertig und ich werde das auch safe verwenden, aber hätte ich in diesem Adventskalender eher weniger erwartet. Nun, die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht. Hier haben wir den Optimal Skin Pro Cleanser, Multi-Use Enzym Cleanser, Exfoliator and Mask for Radiant Skin. Also das kannst du für unterschiedliche Sachen verwenden, wie du möchtest. 30 ml sind hier drin. Ja, Enzympeelings sind so ungefähr die mildeste Form eines Peelings, die man sogar verwenden kann, wenn man in der Schwangerschaft oder Stillzeit ist. 15 Minuten lässt du das irgendwie wohl drauf mit Pumpkin-Enzym, also mit Kürbisenzym arbeitet das. Aha, interessant. Und hier steht auch genau drauf, wie man es halt so anwenden soll. Und das finde ich schön. Do not eat, ist auch nett, ne? Und passend zu seinem Geburtstag ist Sammy auch mal wieder wach geworden. Das ist irgendwie ständig. Entweder träumt er dann in der Zeit, ne, und bellt dann hier so ein bisschen im Hintergrund oder er wird wach. Gesundheit, kleiner Mann. Weißt du, wo du bist? Du bist hier mit Frauchen oben. Hast ja gerade schön geschlummert. Ist ja auch spät in der Nacht hier gerade. Es ist wirklich, es ist 23.11 Uhr. Der alte Mann ist in Schlafmodus hier, ich sag's euch. Wo ist die 9? In der Nummer 9. Das hätten die mehr ausfüllen dürfen, meiner Meinung nach, bin ich ehrlich, ne? Dürfen wir uns über Tri-Active Regenerating Phytocollagen Plumping Mask freuen. Das ist eine Gesichtsmaske mit einem Slow-Aging-Effekt, damit die Haut etwas plumpiger aussieht, also aufgefüllter. 30 ml sind hier drin. Ich weiß, dass Esper eine sehr hochpreisige Marke ist und das auch, ne, jedes Produkt hier so seinen Wert hat, aber manche Sachen hätten vielleicht wirklich ein bisschen größer sein können, wobei 30 ml von der Gesichtsmaske gehen halt echt klar, ne? Aber, na, wir gucken mal weiter. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Es ist auf jeden Fall was Schwereres. Guck mal, das meine ich nämlich. Solche Tiegel, die habe ich hier gerne drin. Overnight Hydration Therapy, eine intensivierende oder eine intensive Maske, damit deine Haut aufgeplumpt wird und strahlend aussieht. Das sind 30 ml, aber ich finde, das wirkt in so einem Tiegel einfach deutlich hochwertiger. Das ist auch aus Glas, ne? Das finde ich schön. Also wer das halt nicht gerne als Maske verwenden möchte, kann das halt auch einfach anstelle von einer Nachtcreme oder so anwenden. Das ist auch möglich. Das ist dann meistens einfach ein bisschen reichhaltiger. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, hat ja eben schon Besuch bekommen von der Nummer 2. Und da haben wir das Fitness Shower Gel drin mit 30 ml. Das meine ich nämlich, ne? Also bei einer Handcreme nur 15 ml, bei einem Duschgel nur 30 ml. Das macht für mich so gar keinen Sinn. Aber dann halt die Produkte, die auch wahrscheinlich ein bisschen teurer sind, in einer Full Size mit reinzupacken, weiß ich nicht. Also hätten die halt dann einfach solche Sachen größer machen können, oder? Weiter geht die wilde Reise am 12. Dezember. Natural Beauty Inner Calm Tree Active Regenerating Phytocollagen Plumping Cream mit 15 ml haben wir hier drin enthalten. Auch das ist eine eher kleinere Größe. Ja, ne, also wie gesagt, bei einem 252-Euro Adventskalender möchte ich halt wirklich fast nur große Sachen drin haben. Wobei der mir dann wahrscheinlich viel zu schwer geworden wäre und ich hätte ihn gar nicht mehr tragen können. Ja, aber finde ich gut, dass man das ausprobieren kann. Kollagen ist auch eine ganz hautverträgliche Sache, sodass auch so gut wie jeder Hauttyp die Creme so verwenden könnte. Der 13. Dezember. Das ist die Halbzeit. Ach, guck mal, hier haben wir auf jeden Fall ein Shampoo. Ich werde jetzt nicht mehr über Größen reden. Das ist das Super Nourishing Glossing Shampoo. Sowas mag ich ganz gerne. Und da haben wir 50 ml drin enthalten. Und ich finde es auch ganz interessant, dass wir hier jetzt auch mal so ein bisschen was für nicht nur den Körper haben. Ich meine, wir hatten ja schon ein bisschen was für die Haare, aber jetzt auch noch ein bisschen mehr. Du kriegst hier wirklich eine Kopf- bis Fußpflege. Und das finde ich persönlich jetzt erstmal so im ersten Moment ganz schön. Und ja, wie gesagt, zur ersten Hälfte möchte ich gerne sagen, dass ich gerne teilweise etwas größere Größen gesehen hätte, solange dieses Stirnband auch die einzige Nicht-Beauty-Direktgeschichte bleibt, finde ich das auch vollkommen in Ordnung, komme ich auch auf jeden Fall mit klar. Ansonsten haben wir hier eine gute Auswahl und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Der 14. Dezember. Ach, guck mal, hier haben wir den passenden Conditioner zum Shampoo von eben mit dabei. Auch da haben wir ein reichhaltiges Produkt am Start mit 50 ml und dadurch sollen wir schön genährte und glänzende Haare bekommen, was ich auch sehr schön finde. Weiter geht's am 15. Dezember. Hier haben wir was ganz Interessantes drin, das kannte ich noch gar nicht von Esper, das Nourishing Lip Treatment. Das ist ein Lippenöl. Ich liebe
liebe Lippenöle. 5 ml haben wir hier drin enthalten und sowas ist halt ein Zwischending zwischen Lipgloss und Lippenpflege. Verwende ich jeden Tag und mag ich sehr gern. Und jetzt machen wir einen Megasprung von dieser Größe zu dieser. Das ist hier nämlich jetzt die Nummer 16 und die ist, glaube ich, nicht zum Scherzen da. Hätten sie voller machen können, ne? Wäre noch ein bisschen Platz drin gewesen. Ah, Exfoliating Body Wash, nein, Body Polish Gommage pour le Corps, also quasi ein Körperpeeling mit 100 ml. Revitalisieren soll das und erfrischen. Interessant. So schaut das Ganze aus und da muss man einfach mal gucken, mit welchen Peelingpartikeln das so sein möchte. Aber sowas finde ich auf jeden Fall toll. Ich mag gerne Körperpeelings, verwende ich zweimal die Woche, immer dienstags und freitags. Das ist halt echt immer so eine Routine, die sich seit ein paar Jahren auch wirklich bei mir eingebürgert hat, seitdem ich auch ein bisschen mehr mich mit Skincare und Bodycare beschäftige. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Dort haben wir eine Glasgeschichte drin enthalten und zwar das Energizing Bath and Body Oil. Oh, 15 ml sind hier drin enthalten und sowas würde ich persönlich dann, habe ich das nicht eben schon mal als Öl drin gehabt? Nee, ne? Nee, von Knie bis Hüfte gebe ich mir immer ganz gerne so Körperöle auf, um da halt, ja, wobei, du kannst es auch in die Badewanne machen, wenn du möchtest. Musst du mal gucken. Naja, auf jeden Fall würde ich mir das aber eher so auf den Körper geben, von Knie bis Hüfte, weil ich da einfach gerne Öle verwende, um mich da einzucremen. Weiter geht's am 18. Dezember. Hier haben wir ein Muscle Rescue Balm. Das ist halt etwas, was, witzig, mit 15 Gramm, was halt helfen soll, wenn du irgendwie Muskelverspannung hast oder so, dass die dann entspannt werden wahrscheinlich oder Muskeln massiert werden oder so. Also das soll ein Balsam sein, der beruhigen und wiederbeleben soll, Körper und Geist. Grob übersetzt, Wort für Wort. Oh, wir sind in der Weihnachtswoche angekommen. Die Nummer 19, Leute. Auch hier haben wir eine Glasverpackung. Und zwar ist das das Tree Active Regenerating Treatment Oil Age Defying Facial Oil for Rejuvenated Skin. Mhm. 10 ml sind hier drin enthalten. Das ist ein super, super reichhaltiges Produkt, was vor allem trockene Häutchen, glaube ich, ganz gut im Winter verwenden können, um da dann halt nochmal, ja vor allem abends, ne, der Haut nochmal so richtig Nährung zu geben. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Am 20. Dezember haben wir etwas Leichtes auch wieder drin. Hier haben wir das Regenerating Bioretinol Sleeping Beauty, Sleeping Serum mit 10 ml. Das ist jetzt wirklich nicht ganz so groß. Retinol ist der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin oder Slow-Aging-Wirkstoff. Verwende ich persönlich gerne in der Winterzeit. Würde mich da immer so ein bisschen rantesten. Ich weiß jetzt hier tatsächlich nicht, wie hier so die Konzentration ist und so weiter. Bei Retinol ist halt auch das Ding, dass ich das meistens nur so 2-3 Mal pro Woche verwende und wirklich nicht jeden Abend. Und am nächsten Morgen selbstverständlich derben Lichtschutzfaktor, weil das auch eine leicht peelende Wirkung hat. Wer sich etwas tiefgründiger mit Wirkstoffen beschäftigen möchte, findet hier ein Video dazu, was ich mal gedreht habe. Da gehe ich etwas intensiver auf verschiedene Wirkstoffe ein. Nummer 21. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt gerade bei sehr, sehr kleinen Produkten angekommen sind. Ich wollte nicht mehr über Größen reden, aber das muss ich gerade feststellen. Das ist die Tree Active Resilience Probiom Eye Treatment. Ah, gucke mal, das finde ich doch schön. Wir haben hier 15 ml drin enthalten. Das ist für eine Augencreme vollkommen in Ordnung. Und ja, genau, also Augencreme gehört für mich immer sehr, sehr, sehr intensiv zu Gesichtspflege dazu. Vor allem, wenn das nährend sein soll und dann halt auch noch die Strahlkraft erhöhen soll, finde ich das klasse. Also, dass du quasi auch gegen die Augenschatten arbeiten kannst. Die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22, ist super schwer. Und da haben wir auch einen schönen großen Glastiegel drin enthalten. Die Tree Active Regenerating Smooth and Firm Body Butter. Oh, das sieht wirklich auch sehr schön edel aus. 55 ml sind hier drin enthalten. Und sowas ist definitiv etwas sehr, sehr Nices. Also, dass man das halt auch einfach, ich weiß nicht, es ist ein Handschmeichler. Es ist etwas, was man dann auch gerne verwendet, um so seinen eigenen Home Spa zu haben. Und ja, darüber freue ich mich auf jeden Fall. Das wird mal ausprobiert und dann fühle ich mich ganz edel mit. Einen Tag vor Heiligabend habe ich hier den 23. Dezember. Das ist das Optimal Skin Pro Serum. Intensely Nourishing Nutrient Rich Serum for Radiant Skin. 10 ml. Also das soll sehr viel machen. Revitalisieren und die Haut strahlend wirken lassen. Da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht irgendwas mit Niacinamiden oder so drin ist. Naja, man findet das hier halt nicht so drauf, aber online kann man es definitiv dann nochmal nachlesen. Aber alles, was damit zu tun hat, das draufsteht, das ist das Hautbild quasi ausebnen, anebnen,
angleichen soll, hat meistens irgendwas mit Niacinamiden zu tun, weil das halt ein Wirkstoff ist, was so macht, dass zum Beispiel so Sonnenschäden, Pickelmale und so weiter aufgehellt werden und sich dann halt quasi dem eigenen Teint angleichen. Für uns Heiligabend, der 24. Dezember, enthält etwas, was eben schon Kuscheln war, mit der Nummer 1, glaube ich. Ja, genau. Und zwar das Optimal Skin Instant Facial 3-in-1 Serum Essence and Oil for Revitalized Radiant Skin. Okay, also sowohl Serum als auch Essenz als auch Öl. Hört sich interessant an. 30 Milliliter sind hier drin. Ich glaube, das ist ein super reichhaltiges Produkt, was ich mit einer sehr trockenen Haut gut gebrauchen kann. Wenn man so eine Mischhaut hat, wie das zum Beispiel bei Nicole der Fall ist, weiß ich nicht, ob das was für sie ist. Trommelwirbel für das Highlight. Die Nummer 25 ist auch wirklich ein sehr schweres Produkt. Ja, die machen etwas, was ich auch sehr sinnvoll finde. Das machen viele Adventskalenderpacker und ich mache es auch manchmal, wenn ich selber Adventskalender halt gestalte. Von Esper haben wir hier die Winter Spice Votivkerze mit 70 Millilitern drin. Und die riecht auch wirklich nach Wintergewürzen, ist hier oben halt noch richtig abgeschlossen vor allem, so zugeschweißt, sodass man da halt nicht irgendwie, ja, dass es nicht irgendwie verschwindet, der Duft halt. Das finde ich auch sehr schön gemacht. Fühlt sich gut an, wird wahrscheinlich auch einen richtig tollen Duft versprühen und ist auch sehr gut an Weihnachten aufgehoben. Und somit haben wir einmal den kompletten Adventskalender ausgepackt. Also, diesen Adventskalender kauft sich, glaube ich, wirklich nur jemand, der ein absoluter Esper-Fan ist, weil, also das ist ja Esper pur. Das Ganze hat immer relativ schlichte Verpackungsdesigns, was wir auch zum Beispiel von Dalton oder so kennen, was ich aber auch schön finde. Und man muss sich mit manchen Produkten, glaube ich, auch ein bisschen auskennen. Schön finde ich auf jeden Fall, dass wir im Prinzip eine komplette Rundumpflege haben, von Kopf bis Fuß. Und das finde ich wirklich nice. Also, dass sowohl komplette Haarpflegeroutine drin ist, als auch eine Gesichtspflegeroutine, abgesehen vom Toner. Der fehlt irgendwie sehr, sehr häufig. Aber ansonsten auch Körperpflege einiges mit dabei, ne? Ich glaube schon, dass das ein schöner Adventskalender ist. Ich hatte befürchtet, dass wir hier vielleicht so ein paar Doppelungen oder sowas mit dabei haben. Das war nicht so. Also der ist schon abwechslungsreich dafür, dass es halt wirklich von einer einzigen Marke ist, ne? Ich finde den Preis halt einfach super happig. Sicherlich haben wir hier auch ein krasses Preis-Leistungs-Verhältnis. Das rechnen wir ja aus. Aber ich weiß nicht, ich frage mich immer bei solchen Adventskalendern, wer kauft den dann? Ne? Das ist etwas, was man richtig krass natürlich verschenken kann, wenn man jemandem eine riesige Freude machen will. Aber 250 Tacken ist ja nicht mal eben so. Und ja, weiß ich nicht. Also man muss schon wirklich krass auf diese Marke abfahren, dass man sich den Adventskalender holt, glaube ich, oder? Ich meine, solltest du Bock drauf haben, ist ein Link in der Infobox, ne? Tu dir, also gerne, gönn dir hart, wenn du möchtest. Ich freue mich auch drüber, dass ich hier die Möglichkeit eben durch die Kooperation habe, die Produkte hier zu haben und auszuprobieren, dass ich vor allem auch diese Bandbreite mal ausprobieren kann. Ja, schon, aber ich persönlich hätte mir wirklich gewünscht, dass hier größere Sachen drin sind. Das ist ja teilweise wirklich sehr, sehr klein gewesen und es hätte nicht sein müssen, weil die Kapazität von der Box war groß genug. Vielleicht wäre das Gesamtgewicht dann zu schwer gewesen, man weiß es nicht, aber mach doch einfach von einem Duschgel eine Full-Size oder so rein. Und naja, es ist wie es ist, aber weiß ich nicht. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr den Adventskalender so findet, ob das so euren Geschmack trifft, ob ihr sagt, Mensch, das ist ein richtig geiler Adventskalender. Holla die Waldfee, aber ich hätte maximal XY Euro dafür ausgegeben. Würde mich halt auch echt mal interessieren, ne? Ja, und dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.